Sie sind hier, 11. Juli 2018, 11.15 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Kai Jubi muss sein Fernbleiben vom Trainingsauftakt wohl nachzahlen. Urheberrecht Getty Images. Kai Jubi droht nach eigenmächtig verlängertem Urlaub eine Geldstrafe vom FC Augsburg. Obwohl dies nicht zum ersten Mal vorkommt, steht ein Rauschmiss nicht im Raum. Offensivspieler Kai Jubi vom Bundesligisten FC Augsburg droht womöglich eine empfindliche Geldstrafe, allerdings kein Rauswurf. Der Brasilianer hatte während der ersten 9 Tage der Saisonvorbereitung unentschuldigt gefehlt, Leistungstests und ein erstes Trainingslager der Schwaben versäumt. Ich gehe fest davon aus, dass er weiter Teil der Mannschaft bleiben wird, aber es kann nicht einfach so weitergehen, sagte FCA-Manager Stefan Reuter der Sportbild. Wie die Fußballbild und die Augsburger Allgemeine berichten, sei Kai Jubi, 29, inzwischen zurück in Augsburg und habe die turnusmäßige ärztliche Untersuchung absolviert. Reuter kritisiert Kai Jubi scharf: Ich habe in meiner Karriere mit vielen Südamerikanern zusammengespielt und so etwas immer wieder mal erlebt, sagte Reuter noch. Dies sei aber keine Entschuldigung. Es ist sehr ärgerlich, dass so etwas passiert. Gegenüber der Mannschaft ist das nicht korrekt. Der aktuelle Vorfall war offenbar nicht der erste. Im Januar 2017 hatte Kai Jubi seine Reha nach einem Knorpelschaden ohne Rücksprache mit dem FCA in Brasilien fortgesetzt. Zudem berichtete die Augsburger Allgemeine jetzt auch von privaten Eskapaden. Kai Jubi steht bei den Schwaben noch bis 2020 unter Vertrag.